Ungetüm Leichen brauchen wir auch nicht so viele. Gut. Ja, die Sache ist auch, dass das total blöd war, glaube ich, Barracuda hier zu verkaufen, da wir ja garantiert noch UFOs da kriegen werden, beziehungsweise schon bekommen haben um diese Basis rum. Also werde ich einfach nochmal eine nachbestellen. So, und dann stellen wir nochmal zwei. Moment. Ja gut, dann warten wir erstmal, bis die Rüstungen fertig sind. So. Hier stellen wir schon mal um auf die andere Rüstung. Das ist doch schon mal was. Gut. Ja, dann machen wir einfach mal ein kleines UFO. Das schnappen wir uns, wenn wir können. Jawohl. Und wieder eine UFO-Mission. Die Kleinen bringt zwar nicht viel an Rohstoffen, aber immerhin ein bisschen. Besser als gar nichts, wie das eine Zeit lang der Fall war. Ach, die beiden sind gar nicht mehr verwundet. Gut zu wissen. Ja, ich nehme ja trotzdem noch mal ein paar von den Noobies mitnehmen. Dass die auch mal ein bisschen Übung kriegen. Gut, Thermalschockwerfer brauchen wir im Prinzip nicht mehr. Außer am Hummermensch-Navigator müssen wir jetzt nichts mehr betäuben. Und Hummermensch-Navigatoren kriegen wir in kleinen UFO sowieso nicht. So. Haben wir schon noch eine Panzerung fertig? Nein. So. Gut. Dann mal hin da. U-Boot 25. Das Jahr ist auch bald rum. Ich glaube, wir hatten noch keine einzige Hummermensch-Mission. So, da haben wir schon die neuen Rüstungen. Gut, dem haben wir jetzt vergessen, eine zu geben. Egal. Der wird wahrscheinlich eh nicht zum Einsatz kommen. Wo sind wir? In der Ecke. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Sollte ich mal speichern. 25. Yeah. Ich freue mich schon auf die nächste Rüstung. Wenn wir dann endlich fliegen können. Dann können uns auch Granaten nichts mehr anhaben. Weil die lustigerweise nur auf dem Boden wirken. Und wenn man da direkt darüber fliegt, nicht. Warum auch immer. So. Alles ist ruhig. Ziemlich beunruhigend. Mir ist lieber, man sieht gleich ein. So. Einer geht mal in diese Richtung. Da ist einer aus dem UFO gekommen. Beziehungsweise reingegangen. Da ist das UFO. Sehr schön. Das ging ja diesmal erfreulich schnell mit dem UFO finden. Ich würde sagen, dann geht Charlie auch mal in die Richtung. Nichts passiert. Bin ja mal gespannt, womit wir es zu tun haben. Ah!
Ja, super! Was war das denn? Ihr Arschlöcher! Das war ja wohl mal komplett beschissen, ey. Naja. Jetzt wissen wir ja, wo die Sau steht. So. Machen wir das mal anders. Schießen wir mal hier auf die Gasleitung. Da haben wir keinen erwischt. Schießen wir mal auf die andere Gasleitung. Wo war die? Hier. Super Schuss. Wladimir. Probier du es mal. Toller Schuss. Super. Ein Hummermensch. Gerade sage ich noch, wir hatten keine Mission mit Hummermenschen. Wo ist er, die Sau? Der war doch hier eben noch. Ach du Scheiße, zwei Stück gleich. Tolle Wurst. Ich würde sagen, da schmeißen wir sicherheitshalber mal eine Granate. So. Hoffe, das reicht für die Jungs, da die rüstungstechnisch extrem widerstandsfähig sind. Wie ich schon sagte, da reicht so eine Granate nicht unbedingt. Gute Rüstung. Wir haben noch nicht wirklich was abbekommen. Sag mal. Wo ist der andere denn jetzt hin? 93%. Junge, 93% und schießt daneben. Sag mal, Jungs, wollt ihr unbedingt verrecken? Wollt ihr unbedingt verrecken? Scheint so. Ach gut, der hat nur einen Sonic Blaster Rifle, wie es aussieht. Ja, jetzt haut er ab. Super. Jawoll. Das ist eine widerwärtige Brut, diese Jungs. Da ist der andere. Guckt euch das an. Zweite, dritte oder dritte Mission von Wladimir und der hat schon 93% im Knien. Das wird mal ein guter. Bloß leider trifft er mit seinen 93% jetzt gerade nicht. Komm her, Claude, das musst du jetzt rausreißen. Bam! Ach man, ich hasse diese Jungs. Die haben so eine Widerstandsfähigkeit. Kannst du schießen? Sag mal, Junge! Da ballert der Charlie in den Rücken. Ey, der hat echt Glück, der hat schon drei Schüsse abbekommen. Aber noch nichts passiert. Ey, ich könnte sowas von abkotzen. Nein! Obwohl... Nee. Wladimir, da fahre ich jetzt nicht. Nee, der ist mir zu schade. Ich habe zwar jetzt nicht mehr gespeichert. Ach, das ist doch bekackt, diese scheiß Hummermenschen, ey. Mann. Ich würde sagen, wir werfen auf Verdacht nochmal eine Granate gleich dahin. Wo war das? Hier so?